Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest 8, die Reise des verwunschenen Königs. Im letzten Bad haben wir uns hier die Galerie des Gedenkens ein bisschen angeschaut, haben hier ein paar Bosse schon mal besiegt. Die ganzen alten Bosse sind hier wieder. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Idee, allerdings sind sie auf eine widerliche Art und Weise wieder da. Und können halt dann... machen halt die ganze Zeit dann eklige Sachen und das ist eklig. Ein rostiges Schwert. Warum bekomme ich ein rostiges Schwert? Wer durch die Galerie des Gedenkens schreitet, den Ort, an dem bezwungene Bestien weilen, der soll wissen, dass diese Tafel Trost bereitet, kann sie Wunden doch in Windeseile heilen. Das ist schön. Okay, warum auch immer ich ein rostiges Schwert bekomme, was ich mit dem noch anfangen soll, weiß ich nicht, denn mit dem kann man nur eins machen und das ist das Flüssigmetallschwert. Ich mach Spike mal noch ein bisschen schneller. Also wie gesagt, ich wüsste kein anderes Rezept mit dem. So. Konntest du auch irgendwas Nerviges? Ich weiß es nicht mehr. Ja, du konntest singen und dann alle irgendwie zum Kotzen bringen. So. Megastärkung. Fokus-Tamburin. Und du darfst Intenso auf Spike. So. Habe ich Glück? Nein, habe ich nicht. Ich habe nur eine normale Konzentrationserhöhung bekommen. Aber das ist auch kein Problem. Beginnt mit der Vorführung. Das ist schön. Und da haben wir schon die erste Verwirrte. Ist das nicht schön? Ja, greift euch untereinander an. Da habe ich kein Problem mit. So. Du machst mal kurz eine Vollheilung, damit du nochmal eine Mega-Stärkung raushauen kannst. Du legst die Peitsche ab. Und du darfst dann, wenn ich es finde, da nochmal Intenso machen. Vielleicht komme ich auf eine 100er. Nein. Schön, Elster ist gelähmt. Schön. Schön. Macht ja richtig viel Spaß so, ne? So. Okay. Du kannst Wiedergeburt. Und du darfst auch mal Wiedergeburt machen. Mhm. So, nochmal Wiedergeburt. Okay. So. Jessica, ich tausche mal aus gegen Angelo. Spike, du darfst eine Mega-Heilung machen. Jengis, mach eine Mega-Stärkung. Angelo, mach ebenfalls eine Mega-Stärkung. Und Mori, du darfst Intenso machen. So. Machen wir hier Intenso. Okay. Jetzt habe ich halt keinen Zugriff aufs Fokus-Tamburin. Aber das kriege ich auch so hin. Du konzentrierst dich. Mega-Stärkung. Du machst Multiheilung. Und du machst Intenso. Ja!
Ja, 100er Concentration. Jetzt kommt's, jetzt verwirrt natürlich Spike und Spike tötet uns dann alle. Und ist zu schnell, Angelo war zu schnell, okay. Das ist jetzt natürlich blöd. So. Kurz nochmal die Abwehr erhöhen. Spike darf einen Gigaschlitzer machen. Jenges. Du darfst einfach mal... Du darfst mal Angelo helfen beim Heilen. Denn der macht jetzt nämlich eine Multiheilung. Und Mori... Tja. Mach grad einfach mal Grand Gusto. Ja, das ist schöner Schaden. Und natürlich ist ausgerechnet Angelo verstört. Ganz toll. Ausgerechnet mein Heiler. Zum Glück habe ich mit Jengis den Gelehrtenstein eingesetzt, dass ich jetzt wenigstens ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Heilung bekomme. Du wirst ausgetauscht gegen die Elster. Ach, die ist ja gelähmt. Wir nehmen gegen Jessica. Dann Mega-Heilung. Aber wobei... Ja, ich weiß nicht, wie schnell er dran ist. Falls der Boss schneller ist als ich. Du machst Konzentration. Jessica... Mach mal, falls du schnell genug bist, einen Energieschub auf Mori. Und der darf mit der Hand Gottes auf Don Maulwurf einschlagen. Ja, Hand Gottes, okay. Ja, das war doch wieder schöner Schaden. Der macht aber auch Schaden. So. Dann. Hier eine... mache ich Mega-Heilung? Ich mache Mega-Heilung, ja. Ich will mal, dass du kurz Mega-Stärkung machst. Dann will ich eine Beschleunigung. Und du, Mori, machst mal wieder Grande Gusto. Okay. Mega-Heilung. Erstmal wieder voll geheilt. Heieieieiei. So, damit Jessica auch mal wieder bisschen Konzentration, bisschen was hat. Okay. Du kannst dann mal den Gigaschlitzer machen. Jengis, du machst den Gelehrtenstein. Jessica. Mach mal den Muntermacher. Und du machst nochmal Grande Gusto. Oh yeah, Muntermacher ist ein geiles Talent. Das ist eigentlich wie ein Gelehrtenstein. So. Einfach mal Gigaschlitzer rein. Auch ohne Konzentration macht der ordentlich Schaden. Ah, sehr schön. Okay, mach mal eine Vollheilung auf Jengis. Du machst einen Gelehrtenstein. Du machst einen Muntermacher und du darfst mit der Hand Gottes angreifen. Ja, danke.
das hilft. So. Okay. Du machst eine Vollheilung auf Yengis. Yengis, du darfst dann mal hier was kaputt machen. Jessica, das gleiche darfst du auch tun. Einfach was kaputt machen. Und Mori, darfst auch mit Arena der Flammen einfach was kaputt machen. So. Git. Die machen aber auch Schaden, hey. So. Dann Zwillingsdrache. Und Mori, mach einfach mal die Grande Gusto. Du brauchst mehr Konzentration. Jetzt muss ich nur noch die Maulwürfe down bekommen. Dann ist alles okay. So, Vollheilung. Zack. Zack. Und einfach nochmal Grande Gusto. Grande Gusto ist echt geil. Ja, der erste Maulwurf ist down. Das ist doch schon mal schön. So, du darfst weiter mit Vollheilung machen. Du greifst da an, du greifst da an. Und Mori, du darfst dann die Arena der Flammen machen mit 50er Konzentration. Oh ja, da hat er mal kurz sein Gusto gezeigt. Schön. Okay, jetzt können wir endlich hier den Rest machen. Boah, war der eklig wieder. Meine Herren, hey. Aber man kriegt hier halt echt ordentlich Erfahrungspunkte, du. So. Jetzt will ich was nachschauen. Und zwar gehe ich jetzt einfach mal so den Weg wieder zurück. Ich will mal nachschauen, ob die Bosse, die ich besiegt habe, ob die wieder da sind. Ja, ja, Heilung ist gut. Ob die jetzt wieder da sind. Mal schauen. Nein. Okay. Die sind tatsächlich weg. Weil sonst hätte man ja hier ein bisschen leveln können. Jetzt will ich aber noch was nachschauen. Das mache ich jetzt hier zu dem Part. Zum Partende. Ich habe keine Ahnung, wie lange der Part jetzt geht, weil ich mal wieder meine Stoppuhr nicht gestellt habe. Aber den machen wir jetzt einfach zu Ende. Das ist gar kein Problem. So, denn was möchte ich denn? Ich will mal kurz schauen. Aha. Also die kann ich dann von der anderen Seite aufsperren. Alles klar, wenn ich hier zum Beispiel das verlasse. Alles klar, das ist cool, das ist cool. So, denn ich werde es verlassen. Ich werde offscreen etwas erledigen. Und zwar Jürgenringe werde ich herstellen. Was machen Jürgenringe? Jürgenringe erhöhen meine Resistenz gegen Lähmung, gegen Verwirrung, gegen den ganzen ekelhaften Scheiß, den die hier alle einsetzen. Und deswegen werde ich da ein bisschen was herstellen müssen. Ich muss mal schauen, ob ich da ein paar herstellen kann. Das sehe ich ja dann einfach mal. Und ihr werdet es auch beim nächsten Mal sehen, ob ich ein paar hergestellt habe. Also gut, Leute, das war dann Let's Play Dragon Quest 8 für heute.
Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.